Willkommen zurück zu XCOM 2, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Wir sind hier an Bord der Adventure und ich würde sagen, wir scannen mal gleich weiter, denn das haben wir das letzte Mal hier oben getan, denn ich möchte ganz gern in dieser Region Kontakt zum Widerstand herstellen, denn die nächste Aktion, die wir ausführen werden, wird wohl der Angriff auf diese Avatar-Einrichtung sein. Schauen wir mal, was es hier gibt. Wir haben den ersten Kontakt mit den Widerstandskämpfern in diesem Gebiet aufgenommen, Commander. Sie zeigen uns den Weg in die Alienschmiede. Das ist wunderbar. Neue regionale Kontakte gefunden. Europa. Jawohl, Westeuropa, sehr schön. Und Südafrika. Okay. Dann würde ich doch vorschlagen, hier gab es irgendwo noch Vorräte. Wo war das? Da oben. Da fliegen wir auf jeden Fall hin, denn Vorräte können wir gut gebrauchen. Avenger berechnet neuen Kurs. Denn ohne Vorräte sieht es etwas mau aus bei uns. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Das ist super. Wir hatten hier, naja, so eine moderne Rüstung erforscht. Schauen wir mal, was die kann. Okay. Oh, ein War-Anzug. Das ist sicherlich sowas wie ein moderner Exosuit. Okay, Geistanzug. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und könnte die Knarre hier erforschen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Schauen wir mal, ob wir so einen Anzug herstellen können, ob wir da genug Ressourcen haben. Haben wir natürlich nicht, oder? Nee. Da ist der War-Anzug. Fehlt uns ein Illyrium-Kern. Wir könnten mal zum Schwarzmarkt, ob wir da vielleicht Glück haben. Aber erst scannen wir hier oben fertig, es sind noch 2 Tage. Und die Vorräte möchte ich mir nicht entgehen lassen. Okay, was ist los? Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, das machen wir dann auch, aber jetzt warten wir erst noch ein ganz klein wenig. Oh oh, Terrorangriff. Na gut. Dann müssen wir dahin, keine Frage. Starten wir mal. Setze Kurs auf die westliche USA. Wunderbar. Bärchen, dann schnappen wir mal. Sie geht. Er geht. Wir schnappen uns noch einmal einen Grenadier, der noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist. Mal ihn hier, der ist aber auch schon ein bisschen ein Rekrut, könnten wir uns schnappen. Schnappen wir uns hier den Rekrut. Der soll mal mitkommen. Rino ist dabei, oder? Ja, jawohl, Rino ist dabei. Bluecrom ist dabei. Unsere Matic hier, die entfernen wir. Und wir nehmen unsere
andere Medic mit? Also Spezialistin, ne? Ne, nicht sie. Ah doch, das war schon die richtige. Aber die bekommt jetzt auch einen Moment. Bearbeiten. Rüstung. Ach, die hat, wir haben noch keinen. Okay, keinen anderen. Können wir hier noch was machen? Nee, alles gut. Aber die kriegt noch einmal hiervon. Und dann würde ich sagen, das passt soweit. Mit der guten können wir bei dem Rekruten irgendwas machen. Lasst mal schauen. Komm, der kriegt einen Schädelstecker, wenn er schon den Platz frei hat. Dann soll er den nehmen. Wunderbar. Wir haben ja noch einmal den Schredder. Vielleicht geben wir mal ihr hier den Schredder. Jawohl. Schredder rein. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, geht's ab, oder? Jawohl, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wo war die Säuregranate? Wir hatten hier einmal... Ah, seht ihr? Hier, wir müssen mal gucken. Ich würde ganz gerne Blend, Plasma. Na gut, komm, dann lassen wir das so. Sonst muss ich da jetzt ewig auf Suche gehen, bis ich die finde. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Ich habe übrigens den Rekruten mitgenommen, weil ich will, dass der aufsteigt. Starken Funkverkehr von Alien-Truppen aufgezeichnet, die einen Außenposten des Widerstands in dieser Region angreifen wollen. Wir sind die Einzigen, die sie aufhalten können. Wir rücken aus, um das Gebiet zu sichern. Schalten Sie alle feindlichen Ziele gnadenlos aus. Das werden wir auf jeden Fall tun. Na, wie gesagt, ich will schauen, dass der Rekrut vielleicht ein oder zwei Kills irgendwie machen kann, damit der aufsteigt. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Da unten, ist es ein Zivilist oder ist es ein... Doch, ich glaube, das sind Zivilisten. Da wir ohnehin nicht gedeckt sind oder verborgen sind, werde ich mal hier ein bisschen Schub voranmachen. Bestätigt. Diese Chrysaliden sind kleiner, als ich sie in Erinnerung habe. Andererseits war ihre Größe schon immer unser Gericht. Das ist natürlich mies. An die erinnere ich mich auch noch gut. Und ich würde sagen, dann begrüßen wir die gleich mal ordentlich. Ah, wartet mal. Nichts überstürzen. Wir ziehen erstmal unsere anderen Truppen nach. Wo ist denn unser Rekrut? Wo ist unser Rekrut? Den ziehen wir ganz nach vorne. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Jawohl, das sieht dann auch schon ein bisschen mehr. Wie viel haben denn die Chrysaliden an Lebenspunkten? Die haben ein bisschen was. Dann, nee, abbrechen. Ich glaube, es geht rund. Rino. Ja, komm, dann lassen wir Rino mal eine Granate reinfeuern. Damit müssten die eigentlich gut angeknackst sein. Und vielleicht kann dann unser... Rekrut noch eine Granate werfen. Super Sache. Und jetzt unser Rekrut. Na komm, zwei wirst du erwischen, oder? Mit einer Granate. Dann machen wir es mal hier. Ich hoffe mal, dass der andere Chrysalid auch erwischt wird. Jawohl, das ist doch schon mal sehr schick. Gleich befördert.
So hab ich's gern. Okay. Wunderbar, hast du den im Blick? Oh, 97, dann holen raus. Sehr gut. Ziel neutralisiert. Das ist schick. Unten ist ein Zivilist, den habe ich gesehen. Ich will aber nicht runtersteigen. Denn ich weiß nicht, ob das eventuell einer von diesen Formwandlern ist. Hier gehen wir auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Und verstanden. Genau. Bin unterwegs. Und auch hier gehen wir auf Feuerschutz. Augen auf. Und hier nach vorne. Position bestätigt. Und Feuerschutz. Bin dabei. Ah, Chrysaliden. Nicht so toll. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Es ist anscheinend alles voll von den Viechern. Jetzt lassen wir unseren Rekruten mal runter hier zum Zivilisten. Position bestätigt. Gerettet. Und jetzt Bewegung. Sehr schön. Und hier mal auf Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Dann. Begebe mich zu dieser Position. Jawohl, mach mal. Auch hier schön auf Feuerschutz. Bin dabei. Da auch. Los. Da hinten ist noch ein Zivilist, habe ich gerade eben gesehen. Da hinten. Ich war jetzt erstmal auf den hier scharf. Ah, hier sind zwei Zivilisten, das ist gut. Dann werden wir auf jeden Fall nach Möglichkeit in das Gebäude vordringen. Und mal hier hin. Irgendwie schade, dass wir den Kremlin nicht zur Rettung vorschicken können. Das wäre eigentlich eine recht coole Sache. Okay. Und Feuerschutz. Überwachung läuft. Und unsere Medic. Wenn es sein muss. Die hierhin, jawohl. Biete Feuerschutz. Okay, das war kein Chrysalid. Was? Geburt? Na super. Wir schauen mal. Wir werden jetzt mal mit dem hier ein bisschen Schub geben. Na, nicht ganz so viel vielleicht, weil ich habe ein bisschen Bedenken, dass es einer von den Formwandlern hier ist. Bewegung! Hab sie! Nicht sie weg! Okay. Und komm, wir probieren das einfach. Okay, bin unterwegs. Ein bisschen Risiko. Na los, zum Schiff. Oh, hier draußen ist noch jemand, okay. Auch gut. Dann. Ich bin am Überlegen, wie wir das am besten machen. Schon unterwegs. Gut, dann gibt es diesmal keinen Feuerschutz. Ich hoffe, das ist keine Fehlentscheidung. Unser Rekrut, der bleibt mal hier draußen. Und na, komm hier rein.
Los geht's! Und unsere Medic. Die darf auch hier rein. Wird erledigt! Oh, okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht auf Feuerschutz waren. Oh. Ja, ich hoffe mal, wir haben ja zu viel riskiert. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Oh oh. Gut, das ging daneben. Ist schon mal nicht schlecht. Oh oh. Ich bin schwer verwundet. Sie haben mich flankiert. Boah, macht der Schaden. Ja, das hatten wir ja vorher so noch nicht gesehen. Jetzt werden wir erstmal Folgendes tun. Wir werden erstmal eine Heilung schmeißen. Und zwar auf sich selbst, ganz klar. Weil sonst wird es nachher noch doof. Gremlin, heilen! Dann darf die sich sofort bei dem Arsch hier revanchieren. Leider hat sie nicht rausgenommen. Das ist aber der richtige Moment, glaube ich, für unseren Rekruten. Bin auf dem Weg. Der müsste jetzt den doch hoffentlich rausnehmen. Sehr schön. Feind neutralisiert. Das ist klasse. Und dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir ansonsten den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier uns gegen die Aliens zur Wehr setzen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Latan.